Ah, Benjoya. Gemeinsam Gehirn. Mit. Oh. Mit Gehirn-LP. Modano ja. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt habe ich ein zweites Gehirn. Doppelt so gut denken. Ja, wir sind beim letzten Mal durch diesen ägyptischen Tempel gegangen und heute drücken wir einfach den Knopf dreimal und dann haben wir das Rätsel gelöst. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Ich glaube, wir müssen grün auf die linke Seite, lila auf die rechte Seite, oben ja, die andere und unten du musst bedenken, wir haben nur zwei Knöpfe, Modano. Ja, perfekt. Wir was können der obere Knopf? Nach einfach unten runterschieben? Ja. Warum haben wir rechts und links keinen Knopf? Warte, da oben muss doch was anderes machen, als nur runterschieben. Ne, vielleicht kriegen wir noch Knöpfe oder vielleicht change das irgendwas in dem nächsten Raum. Bleib du mal hier. Okay. Ich gehe mal in den nächsten Raum. Ich habe hier links und rechts. Ach so, okay. Ja gut, dann mach einmal halt... falsche genau Richtung. So, dann mach ich... Warte, wir wollen ja orange da unten haben. Ja. Dann machen wir einmal so, dann schieb mal einmal orange rüber. Nee. Wie machen wir das? Jetzt drück einmal lila. So. Die Farben müssen ja eigentlich nur nebeneinander sein. Ja. Warte, zack. Dann nochmal, zack. Was gibt ein grauen? Nein, wir müssen grau. Okay. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Das Richtige. Es ist tatsächlich richtig. Du musst. Zweimal grün drücken. Dann haben wir es, glaube ich, schon, oder? Ah, nee. Doch, dann musst du nur noch einen Knopf ein bisschen drücken. Das ist richtig, habe ich doch gesagt. Ich habe ganz genau gewusst, was ich tue. Alter, zum Weh. Achso, wir müssen noch einmal komplett durch. Ja. Nee, fast. Ja, schieb weiter. Nee, es ist fast zum Weh. Wir müssen die Farben umdrehen. Fuck. Ja, dann. Dann schieben wir halt einfach den Grün nochmal rum. So, warte. Die Knöpfe sind ein bisschen verwirrend. So, und jetzt müssen wir den mit Grün wieder. Jetzt schieben wir wieder zurück. Genau. Hä? Ja. Ja, genau. Nee. Fuck, jetzt ist der Plan. Ja, ich wollte gerade sagen, zum Weh, was ist dein Plan? Dein Plan ist es. Die Blöcke jetzt zu tauschen. Kannst du den einfach abbauen und wieder reinsetzen? Leute. Was? So, jetzt stimmt's bei mir, Zombie. Jetzt müssen wir den nur wieder umdrehen. Machen wir das am besten mit einem. Wenn wir jetzt lila nehmen? Achso, du meinst einfach genau dasselbe machen? Ja. Ja, schieb. Achso, oder wollen wir das mit. Nee, wir müssen ja nicht die Position. Moment, wie machen wir das? Ja, geh noch mal eins weiter. So. Nee. Oder? Doch, wir müssen es ja irgendwie komplett... Was haben wir gerade eben gemacht? Alles kaputt. Wir haben alles kaputt gemacht. Wir hatten die Lösung. Nee, geh noch mal eins. Drück mal noch mal lila, Zombie. Lila ist das hier. Genau. Okay. Und jetzt sind die doch nebeneinander. Nee, oder? Nee. Der blöde graue Block. Ja, wir müssen... Wir müssen es nochmal kaputt machen, damit wir es reparieren können. Aber ich weiß gar nicht, wie wir es damals kaputt gemacht haben. Ihr lassen wir den grauen Block doch an der Seite? Oder? Ach, Mann. So knapp und doch so fern. Weiter. Ha, ist der... Perfekt. Wir haben es gelöst. Warte, wir müssen ja im Prinzip einfach ein Lidernes mit einem... anderen tauschen. Okay, dann müssen wir sie noch mal. Warte. Machen wir einfach so. Jetzt schieb einmal weiter. Noch eins weg? Okay. So, dann schieb noch eins weiter. Und noch eins. Und noch eins. Ja. Oder? Jetzt gebe ich dir das. Und jetzt müssen wir einfach nur. Verdammt! Jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Okay, warte, so. Dann müssen wir... Wir sind wieder am Anfang. Nee, aber jetzt... Jetzt sind beide. Nein. Jetzt sind beide umgekehrt, Zombie. Jetzt sind beide falsch. Ja, warte. Dann... Schieb jetzt mal nach oben. Nochmal. Ja, wow. Sind wir wieder am Anfang.
Ich komme immer wieder am Anfang raus. Okay, du darfst denken. Ich hör auf. So, und jetzt? Müssen wir nur noch drei Farben tauschen. Drück nochmal lila. Und nochmal. So, perfekt. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es endlich geschafft. Nein, wir haben es... Hä? Doch, wir haben es doch geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ach Mann, ich habe gerade gedacht, das wäre wieder falsch rum. So, ist jetzt wir haben es echt geschafft, okay. Ja, wir haben es echt geschafft. Das war gerade nur so verzweifelt, dass wir es geschafft haben. Nach so vielen Versuchen. So. Ein Fragment. Was? Ich habe ein Stück einer Karte. Ah, du hast auch ein Fragment? Nee, das ist die Stadtkarte. Achso, ich habe ein Fragment. Das sind die Hasenohren von Diva. Hi. Alter, von Diva, die spiele ich. Guck mal, der Tempel ist sogar zugegangen, nachdem wir fertig sind. Ja. So, und jetzt können wir wahrscheinlich die Sphinx machen. Das schneide ich, glaube ich, zusammen. Ach man. So. Ja, jetzt dürfen wir die Creeper Sphinx. Jetzt haben jetzt wir uns dürfen die verdient. Wir die Creeper Sphinx machen, nachdem wir die grünen Blöcke gelöst haben. Oder auch nicht. Wir müssen die Fragmente alle finden. Ach so. Oh Gott, das sind aber einige Fragmente, muss ich sagen. Oder müssen wir das Fragment ins Richtige reinmachen? Was ist denn auf dem Fragment drauf? Hasenohren. Horror? Warum hat es oben und unten überall? Ich habe eins, was halt unten... dann hier. Ach so, was es dann immer zu Ende macht, die Dinger? Genau, würde ich sagen. Okay, dann haben wir eins der Fragmente gefunden. Die anderen müssen wir alle hier... Oh, Zuckerrohr! Ja, ist Zuckerrohr auch ein Fragment? Dann gehen wir mal in den großen Turm hier. Okay, warte, ich mach mal die Musik wieder an. So. Sag, wenn du da bist. Ich geh grad zum Turm, oder okay. Was meinst du? Ja, genau. Ich hab mich nur in dem Haus abgeguckt. Ruhe. Die große Truhe ist verschlossen. Ja, siehst du? Hinweis. Oh, Adventure-Deutsch. Was? Ja, wahrscheinlich diese Meldung. Ach so. Wo kriegen wir den Schlüssel für die große Truhe hier? Ich weiß nicht, ich hab mein Zimmer. Hier hinter ist eine Höhle. Okay. Dann wird es wohl die große Höhle hinter der Truhe sein, die. Hinter der großen Truhe. Ja. Okay, ist alles eingestürzt und ziemlich dunkel. Ach, Standard für uns. Oh, guck mal, Wachen. Ja. Können wir deinen Schwerter klauen? Ne? Nee, kämpfen können wir bisher noch gar nicht. Hier ist ein bisschen Gold. Oh, Zombie! Totenmaske. Und verweste Flüssigkeit. Und Goldnuggets. Und verschimmeltes Brot. Ich nehme die Knochen. Ich nehme die Goldblume. Spinnfäden. Ha, ich kann nicht mehr sterben. Okay. Ich habe jetzt Spinnweben. Stimmt ja. Denn da hast du ein bisschen. Gehen die aber irgendwann aus. Ja, bis ich den Show verstanden habe. Okay, ich habe ein bisschen hier geschlafen. Ja gut, wir können wahrscheinlich irgendwas mit dem Kopf machen, oder? Mit der Totenmaske? Ja, denke ich mal. Ich habe sie aufgesetzt und sie ist verschwunden. Perfekt. Okay, machen wir erstmal die anderen Fragmente. So, wir mussten nochmal nachgucken, weil wir kein zweites Fragment gefunden haben. Und laut Aussage ist aus, ja. Ist wieder an. Laut Aussage soll die große Halle sich öffnen, sobald man den Hebel oben in der Mitte umlegt. Was nicht passiert. Weswegen Maudado jetzt seine Muskeln auspacken muss, um die Wand aufzuschlagen. Okay, genau. Schon nämlich da, nachdem man den Schalter umgelegt hat, kommt man in die große Halle. Und das ist die hier. Es war ja auch merkwürdig, dass nichts passiert ist, als wir den Schalter umgelegt haben. Jetzt wissen wir es allerdings. Und ja, keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich drücke einfach mal. Okay. Hat er was gemacht? Das Schild da drauf dreht sich. Oh, ist das so ein Spiegel? Oh, ist ein Laser. Ja. Warte. Gut, dass wir dieselbe Idee hatten. Hier hinten kommt vielleicht das Licht dann raus. Ja, das kann man doch bestimmt irgendwo anschalten schon, oder? Oder warte, vielleicht muss ich auch mehr von dem Tor zerstören. Das könnte natürlich auch sein, Survey. Oder der Goldblock muss bleiben, eins von beiden. Aber hier ist ein Schalter. Fertig. Und was macht ihr? Der schießt einen Lichtstrahl auf die Schilder. Mach mal. Ist doch schon. Okay. Ich drehe es gerade weiter. So, jetzt schieße ich den Laser gerade hier hin. Und jetzt wird er darüber geschossen. Ah, jetzt sehe ich es auch. Jetzt kommt er da an und der muss... von dem... Dirk.
von dem Schild hier aus ankommen. Nee, auf der Linie hier. Ja, guck mal, wir können ihn von hier ganz umlenken. Nee, warte, ich muss mal gerade gucken. Eigentlich passt, oder? Wenn wir das hier machen. Das Schild muss auf jeden Fall so sein und das hier muss so sein. Genau. Du hast gerade den Laser unterbrochen. Nein, der ist einfach ausgegangen, scheinbar. Ich mache ihn aber nochmal neu an. Laser, bitte bleibt da. Kommt wieder. Eigentlich war es gerade eben richtig. Nein, die Säule ist auf der falschen Höhe, der rechts. Das geht nicht. Wir müssen es von der Säule hier aus... Komm mal zu mir, schau mich mal an. Wir müssen den Laser in die Richtung hier da zu dem lenken. Das blockt es dann da ab und das blockt es dann da drauf. Also müssen wir irgendwie den Laser an die Säule hier kriegen. Okay. Und woher kommt der? Da. Genau, also irgendwo da. Guck mal, wir können von hier aus, glaube ich, so machen. Und dann geht's da rüber. Genau. Und von da aus können geht's da rüber. Genau. Dorthin, dahin. Haben es geschafft. Oh, wir haben schon. Genau. Fragment. Nice. Gut, haben wir Fragment Nummer 2. War? Was ist denn das für Rätsel? Laserrätsel! Das kenne ich noch aus Resident Evil 5. Da war es ein älteren Spiel. Ich weiß, aber nein, das erinnert mich an Resident Evil 5. Das war nämlich auch mit so Spinnen in so einem Tempel drin. Und das Coole an dem Laser war, der hat Leute getötet. Also musste man im Korb aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig einfach weglasert. So, jetzt müssen wir, das Tor hätte nur aufgehen müssen, dann wäre es perfekt. Wir brauchen einen 4-2er. Hier ist 4 und 2. Ui. Nee, zwei außen. Vierer und ein Zweier außen. Der hier. Ja, passt. Oh, sehr schön. Ach, die muss ich sagen, die Fragmente sind ziemlich cool. Ach, nur die Fragmente sind cool? Ja, und die Rätsel auch. Dass das Tor nicht aufgegangen ist, ist mir nicht cool. Das war nicht so cool. Aber die Map ist ja auch schon älter. Sowas kommt vor. Ja, dafür ist ja die Lösung da. Hast du eine Idee, wo wir jetzt suchen könnten? Ich habe Angst, dass wir haben die grüne Pyramide. Wir haben die verschlossene Kiste und wir haben diese Gruft noch. Das sind zwei Orte. Wollen wir nochmal in die Gruft reingucken? Ja, gucken wir nochmal in die Gruft runter. Und mit welcher Weggabelung? In dem Tempel hat sich der Altar geöffnet. Okay. RIP. Ergibt Sinn. Ja, das ist eine Truhe aufgetaucht. Ich dachte so, fertig. Let's go. Ja, das ist offen. Ich dachte, die Kiste ist unsere Belohnung. Oh, guck mal, wie cool. Da unten sind Skelettköpfe. Und ich kann nicht runterfallen. Ja, cool, Kindersicherung. Tote Menschen. Wäre ja auch doof, wenn wir jetzt sterben. Oh, guck mal, eine Oase. Geheimer Tempel. Ob es hier mehr Fragmente gibt für uns? Ist das hier Tomb Raider? Und hier ist die Weggabelung vom Bild. Wir mussten nochmal nachgucken, weil wir nicht mehr wussten, wo es weitergeht. Aber dann stand da, dass es in dem Tempel weitergeht. So, schauen wir mal. Fragment Nummer 3. Der Raum der fallenden Blöcke. Okay. Ja, hast du es geschafft? Ja, wenn man stirbt, landet man auf dem ersten. Warte, da sind Druckplatten unten. Aua. Ach, die porten dich wieder hoch, falls man... Ja. Ah, okay. Oh, ich habe eh kein Leben mehr. Oh Gott, die Killersteine, Maudado, die Killersteine. Ja, das sind echt die Killersteine. Okay, sie sind runtergefallen. Jetzt oder nie. Ich schaff die Sprünge nicht so schnell. Streng dich an, Maudado. Warte, fallen die auf alle runter oder nur bestimmte? Weil dann sind die schneller, als ich springen kann und ich bin schon ziemlich Nein, die fallen random. Die fallen nicht alle gleichzeitig. Ach so. Also hat es einfach ein bisschen was mit Glück zu tun. Oder halt, dass man nach oben guckt. Hey, aber die sind echt alle... Also entweder wir sind hier gehandicapt und irgendwie ein bisschen langsamer. So ein slowness irgendwas buff, den man gar nicht sieht. Nee, das sind einfach alles so Vierersprünge. Nicht alles, aber viele. Das sind der Mount of Vierersprünge ist too damn high, sag ich nur. Um ein Meme zu quoten. Wow. Danke.
Aber die Musik ist auch schön dramatisch, passend hierzu. Das ist dieselbe Loop seit einer Stunde. Hey, für die Zuschauer ist das nicht so langsam. Für die Verdammt, sind wir schlauer, ja? Ich wurde von einem fallenden Block zerquetscht. Okay. Ja, aber ich bin nicht gut in Hüpfi-Hüpf. Und ich schaffe diesen einen Sprung einfach nicht. Ich habe den noch nie geschafft. In meiner gesamten Existenz als Minecraft-Man. Ja, da rechts an der Wand, der Vierersprung. Ja. Ja, ich auch nicht. Jedes Mal. Bestimmt gibt es irgendwo die Spider-Boots, mit denen man an Wänden lang klettern kann. Hier ist ein Checkpoint, Zombie. Ja, du hast einen Checky. Ja, also hier. Der Sprung ist ein Sprung. Checkpoint? Ja. Warum der? Danach hat man den aber auch verdient, Zombie. Warum ist denn genau der Sprung ein Checkpoint, den ich schon zum 80. Mal nicht schaffe? Jetzt musst du auf mich warten. Aller Jump World. Ich schaff das ja eh nicht. Hier kommt nochmal genau derselbe Sprung, nur mit Kurve, Zombie, dass man hundertprozentig anhalten muss. Ja, deswegen schaffe ich ihn First Try. Natürlich. Denn. Nein, aber dann kommt nochmal so eine Kurve. Da bin ich gestorben. Ja, wenn ich ganz sterbe, dann muss ich wieder komplett von vorne anfangen. Nee. Hä? Musst du nicht. Oh, du hast es geschafft. Gut. Ja, wurde drüber geportet. Ach ja, so, du wurdest mit. Ein Fragment. Ach. Wir haben ein Fragment und schlau gelöst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja.